Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Projekt hier bei mir auf dem Kanal. Ich habe mir bei der DreamHack 2017, wo ich übrigens mit dem Philipp dabei war, ein bisschen was gekauft. Da war ein kleiner Stand und ich möchte meinen, das gab es da nicht. Das ist ein Energiegetränk von Samsung. Schön gut, schmeckt nach Kaugummi, habe ich schon ausprobiert, das trinke ich jetzt aber nicht. Ich habe hier aber noch andere Sachen und ein Getränk, hier habe ich noch was zum Spülen, das ist etwas Wasser. Ich weiß ja nicht, wie das Ganze schmeckt, ich habe mir nur was gesagt, habe mir was sagen lassen, das gab es übrigens zur kleinen Information, das ist jetzt hier kein Werbevideo von irgendwas. Weil ich gerade hier irgendwas vom Samsung gezeigt habe. Ich kann den Namen so viel erwähnen, wie ich möchte, kriege dafür kein Geld. Ich kann den so oft erwähnen, wie ich möchte, meines Erachtens nach. Und da gab es so einen kleinen chinesischen Essensstand und habe ich mir so gedacht, gut, kaufst du mal was. Diese vier Sachen haben einen insgesamten Einkaufswert von 10 Euro. Und diese 10 Euro werde ich jetzt wahrscheinlich so gut wie möglich verputzen oder trinken. So, mit was fangen wir an? Ich habe gedacht, wir fangen mal damit an. Ich kann es auch gerne mal rumdrehen. Hier steht ein bisschen was auf Englisch drauf. Sonst ist hier alles Chinesisch auf der Packung. Mir wurde gesagt, das ist kein Kaugummi. Es ist wie so Kaubonbon. So was ähnliches. Das gab es in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal in Traube, so wie ich es mitgenommen habe. Dann gab es noch Apfel, Zitrone und Erdbeere. Und ich habe es in Traube gekauft. Ich wollte unbedingt mal das in Traube ausprobieren. Ich habe es noch nie gegessen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das ausschaut. Ich habe mir extra hier einen Teller geholt. Ich hätte mir vielleicht noch eine Schere mitbringen sollen. Na, ich muss auf. Sehe ich irgendeine Schere? Ach komm, das geht schon. Zack. Zack. Und auf habe ich es. Okay. Das ist jetzt einzeln verpackt in so einen kleinen Riegel. So Mao Am wahrscheinlich, oder was das auch ist. Japanisches Mao Am, chinesisches Mao Am. Die Schrift sieht auf jeden Fall japanisch aus und es sieht auch so aus wie ein, na nicht ganz Mao Am. Hier ist etwas weiße Füllung, ich weiß nicht was es ist. Aber wir werden es rausfinden. Schmeckt auf jeden Fall wie Traube, also süß. Hier da drauf, wie viel Zucker drin ist. Es soll Vitamin A, Kalzium, Eisen und Vitamin C haben. Hier steht, es ist ein Produkt von also aus Japan. Hier steht zwar Kalorien-Doppelpunkt, aber keine Zahl dabei. Kann ich euch nochmal zeigen hier. Hier auf der Ecke hier oben steht leider keine Zahl dabei. Kann man vergleichen wie das Mao Am bei uns? Okay. Das möchte ich ganz zum Schluss ausprobieren. Wir kommen jetzt wahrscheinlich zu was, was ich nicht ganz definieren kann im Geschmack. Ich will mal kurz was trinken. Im Glas hier ist ganz normales Mineralwasser drin. So.
Das hier, das schaut so aus. Kann man es überhaupt in der Kamera sehen? Ups. Zack. Nicht ganz, oder? Ich filme auch gerade gegen die Sonne, das ist ein bisschen unproduktiv. Ich kann das mal weiter runterdrehen hier. Zack, zack. Kann man das jetzt lesen? So rum. Nee, so rum. So rum. Da kann ich das dann nochmal zeigen hier. Vielleicht hat man das nicht so wirklich gesehen. Ich hoffe mal, man konnte es sehen. Mein erstes Let's Eat, was ich hier in der Wohnstube aufnehme. Die Verkäuferin hat mir erzählt, hier drinnen ist Chestnut, also Kastanien und Bohnen. Also Beans and Chestnut, Kastanien und Bohnen. Habe ich mir jetzt so gedacht, okay, du kennst es nicht. Es ist irgendwie so ein Teig. Wenn ich das so in der Hand nehme, es ist weich. Ich könnte es, also ich kann es hier so ein bisschen biegen. Und das sind wahrscheinlich zwei Platten. Wenn ich hier so dazwischen gucke, sieht das dann so aus mit so einer Schokofüllung irgendwie, denke ich mir so. Ich habe extra gefragt, ist hier Schokolade drin? Und die hat gesagt, nein, keine Schokolade drin. So, vom Gefühl, wie fühlt sich das an? Es ist klebrig, ist es wahrscheinlich, na, es riecht nach Teig, auf jeden Fall, wie man es ja auch kennt. Wie kann man es vom Gefühl beschreiben, wenn ihr schon mal auf Pilzsuche im Wald wart, so fühlt sich das an? Also wenn ihr so eine Marone in der Hand habt, so ähnlich sieht ja auch das Futter hier aus. Ich glaube nicht, dass es jetzt Pilzfutter ist, aber... Nun gut, ich koste das jetzt mal. Na, hat ein bisschen die Eigenschaft von, also nicht die Eigenschaft, aber schmeckt ein bisschen nach Zimt. Aber es ist kein Zimt. Aber es riecht nach Zimt. Also Kastanien und Bohnen sollen ja drin sein. Ich kann das ja auseinanderbrechen. Also, es schmeckt eigentlich ganz gut. Wie definiert ihr das, wenn ich euch das jetzt so zeige? Was ja drin ist. Ich kann das leider nicht definieren. Ich habe sowas noch nie gegessen. Das tue ich jetzt erstmal hier auf den Teller. Werde ich wahrscheinlich später noch zu mir nehmen. Ich trinke mal kurz was. So, dann dieses Getränk. Da hat die nette Dame mir, die auch fast kein Deutsch konnte, die hat es versucht mir auf Deutsch zu erklären. Aber leider hat sie es wahrscheinlich nicht so hinbekommen. Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, wie das aufgeht. Die hat mir das voller Stolz erklärt, wie das aufgeht. Hier ist aber hier oben eine kleine Anleitung drauf. Und die Flasche an sich, ja, hier steht drauf, ja, und hier steht auch Carbonated Soft Drink. Carbonated, also Carbonat, es ist Kohlensäure drin. Es ist ein Soft Drink und es ist Kohlensäure drin. Also es ist mit Sprutz. Und sie hat mir gesagt, hat Ähnlichkeiten mit der Sprite oder 7-Up, wie man es auch nennen mag. Genau, und hier oben steht drauf, reindrücken und drehen. Reindrücken. Das ist irgendwie so eine Kulle hier. Reindrücken. Oder kommt das jetzt schon hier? Oder?
Habe ich noch nicht hinbekommen. Bisschen mehr drücken und drehen. Und das drehen hier. Ja, das dreht sich alles mit. Ja, wie geht das Ganze auf? Ja, haben wir es mal richtig reingedrückt. Kommt hier etwas raus? Nee, hier kommt nichts raus. Sollen wir das irgendwie aufbekommen hier? Also hier ist das ein Nips. Ah. Die Japaner sind clever. Hier ist ein Nips. Und den Nips, den sollte ich runterdrücken. Das hat sie mir erzählt. Und hier ist, also hier ist so ein Nips dran, also die Öse. Und hier an der Seite, da ist das festgemacht mit, sodass das hier nicht abhauen kann. Dass man das hier immer wieder rausbekommt. Und hier in der Flasche, hier oben drin, da ist so ein Nips und den soll ich runterdrücken. Das ist irgendwie so eine Perle, die dort rein liegt in das Wasser. Und das mache ich mal lieber nicht auf dem Teller. Ah ja. Geht mir stark. Ich mach's trotzdem mal ab. So, die Perle ist jetzt drin, so wie ihr sehen könnt. Jetzt kommt ja auf jeden Fall was raus. Und den können wir jetzt wieder wegnehmen. Und es riecht sehr süß. Es riecht nach Spreit. Und es riecht auch sehr süß. Und da steht auch dran, also 0% Fett, 11 Gramm Zucker, nee, 11 Gramm Kohlenhydrate, davon 9,4 Gramm Zucker. Kein Eiweiß und kein Salz. Warnung. Enthält Kleinteile, also wahrscheinlich diese Kugel. Ich koste mal. Es schmeckt zwar wie dieses Sprite, aber etwas süßer. Also nicht wie unsere Sprite hier. So kriegt man es wieder zu. Ist ja super. Ist ja super. Wie gesagt, meine lieben Freunde, das war das Getränk. Also es schmeckt normal, man kann es trinken. Man kann es auf jeden Fall trinken. So, das sind die Bohnen. Und jetzt kommen wir hierzu. Mein Highlight. Also ich habe schon mal eine Fertigsuppe probiert. Aus dem Laden kriegt man überall her. Wo es Teriyaki-Geschmack gibt. Und das sind die dazu gehörigen Teriyaki-Chips. Finde ich interessant, habe ich so noch nie gesehen. Und hier steht auch Original Premium japanische Kartoffelchips. Also Original Premium Japanese Potato Chips von Koikea. Da gucken wir jetzt einfach mal. Wie die ausschauen, die schauen wie normale Chips aus und riechen auch wie normale Chips und probieren wir doch einfach mal. Also ja. Der schmeckt super, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben jetzt hier diese Kaubonbons dran gehabt. Wir haben diese mit Kastanien- und Bohnenfüllung, die so etwas nach Zimt geschmeckt haben. Diese, ich würde es jetzt als
Und zum Kaffee trinken mit dazu nehmen, so als Gebäck. Also es ist an sich kein Gebäck, es ist ein bisschen flauschiger im Gefühl. Und auf jeden Fall klebrig. Dieses Sprite-Getränk. Und jetzt diese Potato-Chips. Und muss sagen, mein absolutes Highlight ist auf jeden Fall die Potato-Chips. Die schmecken super. Das ist mir etwas zu süß. Ich stehe nicht so auf süße Sachen. Das schmeckt mir zu sehr nach Zimt. Ich habe irgendwie die Bohnen nicht so wirklich rausgeschmeckt. Ich sehe zwar, dass hier ein paar Bohnen mit drin sind, aber ich kann das jetzt nicht definieren, den Geschmack. Die sind zu übersüßt. Hier ist so eine etwas mehlige Creme drin, wo wahrscheinlich die Kastanien mit dabei sind. Und eben dieses Sprite-Getränk. Es schmeckt etwas süßer. Und hier hinten steht auch Deutsch, auf Deutsch steht das hinten drauf. Japanische Limonade mit Kohlensäure. Und da ist Wasser mit Kohlensäure drin, Fructose, Glucose, Sirup. Säuerungsmittel. Also das Säuerungsmittel E330 und E331. Aromen, Geschmacksverstärker E327. Ja, da steht trocken, kühl und nicht geschützt lagern. Ich hatte es im Kühlschrank stehen und anscheinend hat es auch super geklappt. Ich bedanke mich für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat und ich in Zukunft mal wieder solche Videos machen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, das mal auszuprobieren. Das ist eine neue Erfahrung für mich. Auch mal so Vlog-mäßig hier was zu machen. Meine neue Kamera ist die VTIN von, jetzt muss ich lügen, steht irgendwas drauf. Von VTIN, logischerweise, ist eine Full HD-Kamera und kann Fotos in 4K-Auflösung machen, aber die Qualität ist nicht so überzeugend, leider. Vielleicht schicke ich es auch wieder zurück. Ist nur wahrscheinlich ein Test jetzt erstmal für mich. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich verabschiede mich. Bis dahin, euer Silke Essus. Ciao, ciao.